So, Servus, ich sage ich euch mal die Vorbereitung für die Radreise ab Dienstag. Fangen wir hier mal an. Klassisch eine lange Unterhose. Das ist eine Fahrradhose, thermoisoliert. Da ist eine Fleecejacke, Unterziehhose noch, eine Hose für abends. Da kommt noch eine dazu. Mikrofaserunterwäsche. Noch eine dünne Radhose, Rad-T-Shirts, drei Stück, zwei lange Thermounterhemde, Unterziehhemde und zwei T-Shirts und Socke. Ja, das ist mal die Grundbedarf für 2 Tage Radreise. Das muss eine Schlange. Ich nehme grundsätzlich immer was mehr mit, wenn was wäre. Warm und kalt, heißt Warmbekleidung und leichte Sache. Dazu habe ich noch eine gute Fahrradjacke, thermoisoliert. Und das Land eigentlich im Notfall. Ja, das wird dann morgen eingepackt. Dann sind die Fahrradtasche. Die Socke und die Unterwäsche kommen nach vorne, rechts und links. Hinter kommen dann zwei Packtaschen von. Kommen zwei verteilt darüber. Und dann zeige ich euch mal, was ich. Ich habe hier von Ottlieb so Tasche. Sie sind, kann ich nur weiterempfehlen. Kosten 45 Euro, aber Stauraum ohne Ende. Die kann man. Da habe ich noch eine. Drei Stück sind das und da kann ich schön stapeln in der Fahrradtasche. Die drei Taschen teile ich dann auf diese Fahrradtasche auf. Und das sind die vordere und das Land an Gepäck. Ja, morgen wird dann gepackt. Ja, und dann zeige ich euch nach und nach, wie die Vorbereitung weiterläuft. Das heißt, Motels sind schon gebucht, die Fahrroute ist schon geplant auf Komoot. Das wird auf dem Navi übermittelt noch. Aus Sicherheitsgründen fahre ich noch mit Navi, wie die Motels und so, wenn ich das ohne Probleme finde. Ja, und dann schauen wir uns Lok an, Karlsbad. Da bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Ja, und dann das heißt Freitag, Samstag packen, Sonntag dann Erholung. Am Montag früh geht es dann nach Chip. Und da verbrennen wir noch eine Nacht gemeinsam. Und ab Dienstag Mittwoch bin ich alleine unterwegs. Ich mache mir keine Sorge. Ich passe schon auf mich auf und habe auch keine Angst. Ich bin ein erwachsener Mensch. Und in der Tschechischen Republik mache ich mir auch keine große Sorge. Ja, und das ist dann den Wäschekorb, ist das, was die Iris mitbringt für unser Urlaub, weil am Donnerstag bin ich dann ja in Franzbad bis am Sonntag und es sind noch ein paar Klamotte, was sie mir mitbringt und sie hat auch ein paar Klamotte, aber das sage ich euch schon nach und nach. So, das war's mal.